Hey und ganz herzlich willkommen zu diesem Update-Video. Es ist wieder ein bisschen her, dass das Update da war, aber es ist immerhin noch da. Also ich habe es jetzt geschafft, ein Video zu machen. In diesem Update sind einige sehr schöne Sachen rausgekommen, wie ich finde. Mir fällt auch gerade auf, dass da oben ein Bienenstock ist. Was mir davor ehrlich gesagt noch nie aufgefallen ist. Erstmal ein Hallo an die drei, die hier rumstehen. Die sind super, super lieb. Dankeschön nochmal für eure lieben Worte. Die aus den Thunder Trees. Der Wandermarkt ist wieder da. Das könnt ihr hier gerade ganz gut sehen. Hier gibt es einige tolle neue Sachen. Dort gibt es zum Beispiel auch Sättel. Wie den hier, so ein Springsattel, könnt ihr dort kaufen. Drei verschiedene Farben gibt es dort. Ich finde, die ähneln den alten, was heißt alten, den jetzigen aus Morland ziemlich, aber an sich sind die schon ganz schön. Relativ teuer, aber falls sie euch gefallen, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Der Wandermarkt ist nämlich nächste Woche schon wieder weg und der Wandermarkt kommt, so wie ich das jetzt gemerkt habe, höchstens dreimal im Jahr, also nicht unbedingt oft. Dort vorne ist ein Shop, wo einiges an Kleidungsstücken drin sind. Oh hi, nochmal zu Dinge, guck mal. Der Shop wird ne beim nächsten Mal, wenn der Wandermarkt wieder da ist, nicht mehr da sein. Das heißt, alles, was da drin ist, wird nicht mit im Spiel sein. Wenn ihr es euch gekauft habt, wird es natürlich bei euch bleiben. Aber danach gibt es die halt nicht mehr. Also falls ihr da noch irgendwas haben möchtet, schaut gerne vorbei. In diesem Shop gibt es diese Brille. Also viele haben mich gefragt, wo hast du diese Brille her? Schaut da gerne mal vorbei. Die gibt es dann auch noch in Weiß, Braun und Grau. Also gerne mal vorbeischauen. Es tut mir leid, falls ich manchmal an manchen Stellen so ein bisschen heiser klinge. Es wird ein bisschen kühler bei uns, dann zu leicht werde ich ein bisschen krank. Ich hoffe aber, das ist jetzt nicht so überwiegend. Das wäre jetzt nicht so schön. So, schauen wir uns mal mein Inventar an. Denn dort hat sich auch wieder einiges verändert und ich finde das ziemlich, ziemlich gut. Das gibt es auch im Kleiderschrank und das erleichtert mir so viel. Das erleichtert mir so viel. Ich habe sonst immer so lange irgendwas gesucht und so hat man eine richtig schöne Möglichkeit, die Sachen zu sortieren. In meinem Kleiderschrank habe ich immer alles versucht zu sortieren. Ich schreibe mal, dass ich gleich wieder komme. BRB. Ich möchte einmal kurz in meinem Kleiderschrank. Aber bevor wir kurz da reingehen, möchte ich euch nochmal eine kurze Ansicht zeigen. Die ist nämlich auch neu und ich finde sie so, so, so schön. Ihr geht einfach auf die Option und geht dann aufs Spiel. Unten ist ein ganz neues Feld, beziehungsweise ein ganz neuer Bereich. Und die können wir einfach mal ganz nah ranziehen. So haben wir fast die Perspektive wie First Rider oder First Person. So, ja. Und ich muss sagen, ich finde das so cool, dass Starcelle das jetzt so gemacht hat. Und es ist mal so ein bisschen cooler, Starcelle so zu sehen. Vielleicht werde ich jetzt öfters damit rumreiten. Es ist natürlich nicht überall vorteilhaft, aber ich finde, es macht so schon ziemlich viel Spaß. Vor allen Dingen, wenn man diese realistischen Rollenspiele macht. Oh, guck mal, das sieht voll cool aus. Ja, okay, es sieht vielleicht doch nicht so ganz ordentlich bei mir aus. Ich habe versucht, die Sachen zu ordnen nach Farben. Da habe ich es, glaube ich, nicht gemacht. Da habe ich einfach nur geguckt, ja, was ist. Doch, doch. Ich habe da die Hosen, die kurzen Hosen, die Röcke und sowas geordnet. Ansonsten habe ich geguckt, ob da Muster drin sind. Okay, ich werde meinen ganzen Kleiderschrank nochmal aufräumen. Ui. Wie schrecklich. Ja, okay. Hier habe ich es versucht. Ah, hier sind die rosanen Sachen. Dann kommt Blau. Und dann kommt Rot. Ja, und sowas. Ich habe es versucht, aber es ist echt nicht einfach, weil man die davor nicht sehen konnte. Die kann man immer noch nicht erkennen. Ist aber jetzt nicht unbedingt so schlimm. Die zieht man sowieso nicht so oft an.
Aber es ist wirklich erleichternd, dass sie das jetzt so gemacht haben. Also, ich wusste gar nicht, dass ich manche davon habe. vielen, vielen Dank, Star Stable, dafür. Das freut mich sehr, dass ihr das gemacht habt. Ich glaube auch, dass das schon war. ich finde es auf jeden Fall ziemlich, ziemlich toll und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Kann man. Mit diesem Update. Ich werde auf jeden Fall eine Menge damit machen. Und euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.